Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jungen Menschen von heute kennen sich gut mit den Herausforderungen der Klimaveränderung und des Umweltschutzes sehr gut aus. Sie setzen sich für nachhaltige Lebensweise, für effektiven Naturschutz und für eine gesunde Umwelt für uns alle ein. Diese jungen Menschen wollen wir die grünen Berufe nahebringen. Hier können Sie sich für einen nachhaltigen Klima- und Umweltschutz aktiv, fachkundig und nachhaltig einbringen. Ob als Gärtner, Winzer, Land- oder Forstwirt, alle grünen Berufe leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Naturschutz, zum Umweltschutz. Sie alle stellen sich aktiv und bewusst den Aufgaben des Klimawandels. Denn eins ist klar: junge, engagierte und begeisterte Menschen in der Landwirtschaft, im Gartenbau, aber auch in der Forstwirtschaft sind unsere Zukunft. Aber nur, wenn wir sie dauerhaft als Fachkräfte gewinnen und vor allen Dingen halten können. Deswegen müssen wir als Land Nordrhein-Westfalen diese Ausbildung schmackhaft machen und aufzeigen, welche bedeutenden Aufgaben sich hinter diesen Berufsbildern verbergen. Was können wir schon alleine durch neue Zuchtmethoden, durch den Einsatz von Ersatzstoffen, alleine durch pfiffige und neu gedachte Anbau- und Kultivierungsmethoden hier alles leisten? Umweltschonende Techniken wie der ressourcenschonende Einsatz von Erden und Wasser sind nur einige Impulse für eine nachhaltige Anbau- und Kultivierungsreihe. Gerade die letzten beiden Jahre haben auch uns hier in Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie wichtig ein hoher Selbstversorgungsgrad ist. Wir sind in vielen Bereichen insofern unabhängig und wollen es in vielen anderen Gebieten und Bereichen noch werden. Diesen Weg können wir aber nur mit Menschen gehen, die sich für diese Berufsfelder begeistern. Dazu müssen wir diese Berufsfelder bekannt und vor allen Dingen beliebter machen. Deswegen müssen wir die Berufe attraktiv machen und sie innovativ bewerben. Wir müssen Begeisterung für diese Berufe erzeugen. Die Sinnhaftigkeit der grünen Berufe ist uns allen klar. In der Kampagne muss sie an vorderster Stelle stehen. Wir brauchen eine mitreißende Darstellung und Ausgestaltung dieser Berufsbilder. Und an dieser Stelle nochmals: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau sind bedeutende Wirtschaftsfaktoren in Nordrhein-Westfalen. Diese Berufszweige haben eine tragende Funktion und gleichzeitig eine bedeutende Verantwortung im Umweltschutz und bei der Bewältigung des Klimawandels. Genauso tragen sie zur Bewältigung der Energiekrise und der Versorgungssicherheit bei. Der immense Wirtschaftsfaktor der grünen Berufe kann daher nicht oft genug betont werden. Unser Antrag umfasst daher die Modernisierung von Ausbildungsordnungen, Anpassung von Rahmenplänen und Lerninhalten. Hier ist in erster Linie die Bundesregierung in der Pflicht. Das Bundesministerium für Landwirtschaft muss sich in die Jahre gekommenen Ausbildungsinhalte kurzfristig annehmen. In Kooperation mit allen Beteiligten, wie den Landesbetrieben, der Landwirtschaftskammer, aber auch den Schulen der Berufs- und Studienberatung, gilt es, die Fort- und Weiterbildungsangebote auszuweiten. Die Informationsangebote müssen mehrsprachig, digital, auf Social Media, vor allen Dingen aber auch niederschwellig und interessant beworben werden. Die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in diesen Sektoren muss dringend vereinfacht werden. Insgesamt brauchen wir einen intensiven Fokus auf die grünen Berufe, deren Ausbildung und seine Anwerbung hierfür. Darum geht es. Und ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Dieser Antrag ist als Gärtnermeister für mich eine Herzensangelegenheit. Und daher meine herzliche Bitte an alle hier im Hohen Hause: stimmen Sie zum Wohle der Menschen in der NRW diesem Antrag zu. Herzlichen Dank.